Nun entscheidet das nächste und letzte Spiel, wer die 50.000 Euro gewinnt. So, Runde Nummer 4 im Finale von Beauty and the Nerd. Noch gut drauf, ihr zwei? Alles gut? Sehr nervös, sehr angespannt. Der Druck ist halt riesig jetzt. Größer geht's gar nicht. Also, es geht jetzt eben, nachdem wir eben schon den drehenden Nerd gesehen haben, kommt es jetzt zur hängenden Beauty. Ja. Die Spielregeln sind eigentlich relativ einfach. Luisa, du wirst dich gleich an diese Stange hängen. Ja. Die Füße dürfen nicht den Boden berühren. Ja. Und Gau wird versuchen, in der Zeit, in der du an der Stange hängst, Fragen über dich zu beantworten. Okay. Ja? Ja. Gau, wie gut kennst du Luisa? Sehr gut. Sehr gut. Du bist also siegessicher, ja, bei dem Spiel. Vier Punkte gibt es dafür. Okay, dann erst recht. Dann erst recht, sehr gut. Also, Gau, stell dich doch bitte einmal hier hin. Mir scheißegal, ob ich da oben sterbe, ich bleib da oben. That's the spirit. Wenn meine Hände brechen, ist mir egal. Das Spiel beginnt, sobald die Füße in der Luft sind, ja? Ja. Du bist soweit? Ja. Okay. Gau, du bist auch soweit? Ja. Dann, Luisa, startet jetzt eure Runde 4 im Finale von Beauty and the Nerd. Welche Augenfarbe hat Luisa? Blau. Wie heißt Luisas Lieblingsband? 102 Boys. Wie viele Geschwister hat Luisa? Gar keine. Welche Hunderasse halten Luisas Eltern? Einen Yorkshire Terrier. Welche ist Luisas Lieblingsserie? Das weiß ich nicht. Wie groß ist Luisa? 1,80. Wie ist Luisas sexuelle Orientierung? Beides, also bi. Wie viele Tattoos hat Luisa? 6. Welche Farbe hatte Luisas Kleid bei eurem letzten Dinner? Das müsste das Schwarze sein. Puh, ich kann nicht mehr. Oh. Zufrieden? Eigentlich ja. Ich habe versucht, möglichst wenig Zeit zu verschwenden. Also einfach die erste Emotion bzw. erste Synapse, die darauf angesprungen ist, war einfach die Antwort. Luisa, zufrieden trotzdem mit dir ich und mit Gau? Ich bin mit ihm super zufrieden. Ich konnte nicht länger. Meine Brust-OP ist noch nicht so lange her und es hat so gezogen. Ich dachte, ich sterbe. Es hat ultra weh getan ab der ersten Sekunde an. Und dass ich überhaupt so lange durchgehalten habe, finde ich eh schon krass. Aua. Du bist aber auch zufrieden, alles gut, happy? Ja. Ja? Super. Ich fand die Leistung ausgezeichnet, weil ich ja wusste, dass sie ja ihre größte Angst ist, dass die Titten explodieren. Cecilia und Markus, kommt zu mir. Und wenn ihr soweit seid, dann könnt ihr euch schon mal auf Position stellen. Ja? Markus? Cecilia, dreh dich einmal so ein, genau. Du bist auch soweit, ich Cecilia? Ich bin bereit, ja. Okay. Dann, Cecilia, Markus, das Spiel für euch beginnt jetzt. In welchem Monat hat Cecilia Geburtstag? April. Wie heißt Cecilias Lieblingsserie? The Big Bang Theory. In welchem Bundesland wohnt Cecilia? Nordrhein-Westfalen. Wie groß ist Cecilia? 1,76. Wie heißt Cecilias Hund? Daisy. Welchen Mannschaftssport hat Cecilia längere Zeit ausgeübt? Welche Farbe hatte Cecilias Kleid bei eurem letzten Date? Weiter. Wie alt ist Cecilia? 25. Was ist Cecilias Lieblingsessen? Weiter. Welche Augenfarbe hat Cecilia? Braun. Welche BH-Größe hat Cecilia? 75C. Welches Wort hat Cecilia tätowiert? Love. Cecilia und Markus, das war wirklich also durchgekämpft. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe nur 50.000 Euro im Kopf gehabt und wusste gar nicht, wie ich da hänge. Es tat weh, aber mir war es in dem Moment scheißegal. Hängen lassen wäre klüger gewesen, weil sie so noch die ganze Zeit Spannung auf dem Bizeps hatten. Es gab ja keine Vorgabe, die sie erreichen musste. Sie musste einfach nur durchhalten und das hat sie prima gemacht. Und ich bin mega stolz darauf. Das war echt beeindruckend. Vielen Dank euch. Dankeschön. Wir danken dir. Wir danken. Und dann sehen wir uns gleich. Danke. Die Sieger werden erst nach Sonnenuntergang verkündet. Vorher kann sich also noch schön aufgehübscht werden. Wir haben es definitiv verdient zu gewinnen, weil wir sind super stark und haben sehr dafür gekämpft. Was für ein Gefühl haben Cecilia und Markus? Ich glaube nicht, dass Gau und Luisa sich dementsprechend gut kennen. Also ich glaube, da sind wir auf jeden Fall vorne gewesen. Falls ich mich nicht irre und sie nicht alle Fragen haben beantworten können, dann haben wir gewonnen. Das ist so krass, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie was gewonnen. Nie. Also es geht um 50.000 Euro. Und da freue ich mich nicht zu früh und auf einmal sagen die, die haben gewonnen. Nee, da mache ich nicht mit. Das ist eine ernste Sache, nee. Wenn das so passiert, ne? Ich sag dir,
Du glaubst nicht, was mein ganzes Leben wird sich einfach komplett verändern. Das ist so krank. 25.000 Euro. Überleg mal, Mann, wenn man mir schon 5.000 gibt, würde ich heulen. Das nervenzerreißende Warten hat jetzt ein Ende. Ja, herzlich willkommen euch vieren hier bei der großen Entscheidung, wer hat Beauty and the Nerd gewonnen. Und ich kann euch schon sagen, es gibt ein Gewinnerpaar. Zwei von euch werden heute also mit 50.000 Euro nach Hause gehen. Der zweite Platz, finde ich, ist der beschissenste Platz. Wäre ich zum Beispiel Platz 3 gewesen, dann hätte ich auch gar nicht gewusst, ob ich das hier geschafft hätte oder nicht. Deswegen ist dann natürlich die Enttäuschung am größten, wenn du jetzt so einen Millimeter davor stehst und es dann doch nicht ganz schaffst. Dass wir so weit gekommen sind, damit hätte ich niemals gerechnet. Dass ich so ein Glück hatte und ihn als Nerd bekomme, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Und wir sind so krass zusammengewachsen. Wir als Team haben das geschafft. Und da bin ich dann auch stolz auf unsere Leistung, so zusammenzuarbeiten. Ich finde auf jeden Fall, dass wir das verdient hätten zu gewinnen. Aber wir haben absolut keinen Schimmer, wie Gau und Luisa abgeschnitten haben. Auch ihr könnt natürlich richtig stolz sein. Luisa und Gau. Es war natürlich von Anfang an kein leichter Start für mich, aber irgendwann bin ich mit Gau immer enger zusammengewachsen und habe mich daran gewöhnt, an diese ganze seltsame Nerdwelt, und bin richtig stolz, jetzt hier zu stehen mit ihm. Und ja, es war einfach krass. Es wäre natürlich das Geilste ever, wenn man jetzt hier als Gewinner noch rausgehen kann, weil dann haben sich die ganzen Mühen gelohnt, die ganzen Nerven, die ich verloren habe durch die ganzen Leute hier. Auf. Wie war es für dich? Für mich war es ja erstmal ein Hürdeweg, erstmal so weit zu kommen. Ich hatte ja einen sehr, sehr schlechten Start. Und als Luisa in mein Leben reinkam hierher, war es für mich so der Hoffnungsschimmer. Davor habe ich immer den Fehler an mir selber gesucht, weil ich dachte, vielleicht war ich der Gehirn. Ich habe schon gemerkt, wir als Team sind einfach so stark, dass sie jetzt auch noch im Finale sind. Und ich bin unglaublich dankbar für diese Zeit bisher. Ich habe hier viele Freunde gefunden, viele Erfahrungen gesammelt. Und nach dem Ganzen, egal was passiert, den Volker werde ich auf jeden Fall noch besuchen. Es war eine schöne Zeit. Und wir sind euch natürlich auch dankbar für diese Zeit, für die vergangenen Wochen bei Beauty and the Nerd. Und es gibt natürlich auch noch viel zu besprechen. Und das wollen wir natürlich auch mit euch tun, direkt im Anschluss beim großen Wiedersehen. Aber jetzt gilt's erstmal. Wer von euch gewinnt als Team die 50.000 Euro? Wer von euch ist Gewinner von Beauty and the Nerd? Ich bin mega stolz, Finalistin zu sein. Das hat hier bis auf Cecilia und Markus sonst niemand geschafft, deswegen überkrank. Und mein Gefühl vom Anfang, dass ich geil bin und es hier auf jeden Fall durchziehen werde, ja, hat mich nicht enttäuscht. Boah, ich habe richtig Angst, weil ich weiß, dass Gau und Luisa richtig gute Gegner sind. Verdient hättet ihr es alle. Und wie ihr gekämpft habt, wie ihr durch die Spiele gegangen seid als Team zusammen, wie ihr gezeigt habt, dass ihr euch richtig kennengelernt habt, wie ihr dieses Finale zusammen bestritten habt. Es war richtig stark. Aber am Ende des Tages kann eben nur ein Team die 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Der Gewinner, das Gewinnerteam von Beauty and the Nerd ist Cecilia und Markus. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ihr habt gewonnen Beauty and the Nerd und 50.000 Euro. Komm her. Ich wusste es. Fürs Protokoll. Mit 10-8 Antworten haben Cecilia und Markus das letzte Spiel gewonnen. Schaut euch euren Koffer. Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch, ihr seid die Gewinner von Beauty and the Nerd. 50.000 Euro. Und ein Wiedersehen gibt's schon jetzt gleich beim Talk danach.